Morgen und willkommen zum Gospelloft. Wir sind im Kapitel 5 der Esther und wir wollen gleich weiterfahren mit unserem sechsten oder siebten Teil sogar. Und wir lesen Verse 9 bis 14, Kapitel 5. Da ging Haman an dem Tage hinaus fröhlich und guten Mutes. Aber als er Mordekai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht vor ihm fürchtete, wurde er voll Zorn über Mordekai. Aber er hielt an sich. Und als er heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde holen und seine Frau Serech und zählte ihnen auf die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne und alles, wie ihn der König so groß gemacht habe und dass er über die Fürsten und Großen des Königs erhoben sei. Auch sprach Haman und die Königin Esther hat niemand kommen lassen mit dem König zum Mahl, das sie bereitet hat, als nur mich. Und auch morgen bin ich zu ihr eingeladen mit dem König. Aber das alles ist mir nicht genug, solange ich den Juden Mordekai sitzen sehe im Tor des Königs. Da sprachen zu ihm seine Frau Serech und alle seine Freunde, man mache einen Galgen 50 Ellen hoch und morgen früh sage ich dem König, dass man Mordekai daran aufhänge. Dann geh du zu dem König fröhlich zum Mahl. Und das gefiel Haman gut und er ließ einen Galgen aufrichten. Ja, da ging Haman an dem Tage hinaus fröhlich und guten Mutes. Er ist eingeladen. Ja, Haman zeigt eine allgemeine, verbreitete menschliche Schwäche. Er war guter Laune, weil er eine hohe gesellschaftliche Stufe erreicht hat im Königreich. Es war eine große Ehre, von der Königin als einziger Gast eingeladen zu werden. Männer arbeiten hart an ihren gesellschaftlichen Eroberungen und Frauen noch mehr. Hamans Fröhlichkeit war von kurzer Dauer. Und wir sehen, wie sich die Laune schnell verändern kann. Ein einziger Vorfall verdunkelte Hamans Gemüt, als Mordekai sich stets weigerte, aufzustehen und sich zu verbeugen vor ihm, wie es der König verordnet hatte. Er war so verärgert, dass es seinen ganzen Willen forderte, nicht gleich zuzuschlagen. Haman nahm sich zusammen und ging nach Hause. Und da steht, Haman sandte für seine Freunde und seine Frau Serech. Wir finden eine ähnliche Situation in den ersten Kapiteln von 1. Mose, wo ein anderer sich wichtig machte vor seinem Haushalt. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 4 und Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zela, höret meine Rede, ihr Weiber Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 27 Mal. Haman tat gleichermaßen, als er zu Hause ankam, und sucht Unterstützung bei seinen Freunden und seiner Frau. Er spricht ihnen zu und sagt, was für eine wichtige Person er sei und wie angesehen vor dem König. Er hätte es weit gebracht in seinem Leben und die Königin hätte ihn gesetzt über alle Fürsten im Land. Dann bricht er zusammen wie ein kleiner Junge und klagt über seinen Erzfeind Mordekai. Dann geht's weiter. Aber das alles ist mir nicht genug, solange ich den Juden Mordekai sitzen sehe im Tor des Königs. Alle Reichtum und alle Ehre, die ihm zusteht, kann ihn nicht trösten, solange er Mordekai nicht zwingen kann, sich vor ihm zu verbeugen. Der Teufel hatte das gleiche Problem. Er war über allen Engeln gesetzt in Schönheit und Position und als er hinabschaute in die menschliche Arke des Bündnisses, war er doch einer der schirmenden Cherubim über der Bundeslade. Sah er den Urgedanken Gottes in Hinsicht auf die Menschheit
Und dann im Ezekiel 28. Kapitel, Verse 12 bis 14 lesen wir, so spricht Gott der Herr, du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit über die Massen schön. In Eden warst du im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit und Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, ein schirmender Cherub. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Wie kann ich mich dieser Dinge erfreuen, solange Jesus da ist, sagt sich der Satan. Solange die Menschheit da ist, die eines Tages erhöht werden. Wie kann ich mich erfreuen? Solange es eine Gemeinde erlöster Menschheit gibt, die über mich erhöht wird, solche satanische Flüsterungen werden der bösen Menschheit weitergegeben. Psalm 8, Vers 5 und 6. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht, als Gott mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Da sprachen zu ihm seine Frau und seine Freunde, also das ist zu Haman. Die Frau von Lot drehte sich um, schaute mit Sehnsucht zurück nach Sodom. Die Frauen Esaus waren ein steter Dorn in Rebekkas Seite. Hiobs Frau rief ihrem Mann zu, verfluche Gott und sterbe. Und hier haben wir nochmals eine heidnische Frau, die einen teuflischen Plan ausheckte gegen Gott und seinem Diener. Seresch und Hamans Freunde hatten die Idee, einen Galgen zu bauen und Mordekai daran aufzuhängen. Die Heiden können Zehntausende der Diener Gottes töten, aber ihr Zeugnis wird nie zum Schweigen gebracht. Das Evangelium kann nicht verschlossen werden durch des Predigers Tod. Der Mensch hat es über Jahrhunderte versucht, es ist ihm aber noch nie gelungen. Man hat die Bibel verbrannt, die Gläubigen auf alle möglichen Arten ermordet, aber das Wort Gottes hat immer wieder überlebt. Offenbarung 6, Verse 9 bis 11. Als er das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden, ein weißes Gewand. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten. Ja. Aber die Gemeinde Christi konnte man nicht ausrotten. Dann kommen wir zu Kapitel 6, Verse 1 bis 3. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und ließ sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen. Als diese dem König vorgelesen wurden, fand sich's geschrieben, dass Mordekai angezeigt hätte, wie zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teresch, die und der Schwelle die Wache hielten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach, welche Ehre und Würde hat Mordekai dafür bekommen? Da sprachen die Diener des Königs, die um ihn waren, er hat nichts bekommen. In derselben Nacht, steht hier geschrieben, konnte der König nicht schlafen. Es war Gott, der Ahasverus nicht schlafen ließ. Denn eine wichtige Sache musste ihm unterbreitet werden. Er war so unruhig in seinem Geist, dass er schlussendlich die Akten der täglichen Meldungen kommen ließ und man sie ihm vorlesen musste. Sollte ich selbst keinen Schlaf finden, so würde ich kaum solche Literatur zur Hand nehmen. Gott kann jegliche Methode gebrauchen, unsere Gedanken auf ein bestimmtes Gleis zu bringen. Sein Geist filtert durch unsere Persönlichkeit, bis wir tun, was er bestimmt hat. Die Bibel erwähnt andere, die auf ganz ähnliche Weise von Gott wachgehalten wurden. Samuel zum Beispiel wurde auf seinen Namen gerufen, als Kind schon, als Gott mit ihm reden wollte.
ja, in seiner Kindheit. 1. Samuel 3, Verse 3 und 4. Abimelech wurde von Gott im Traum besucht. 1. Buch Mose 20. Daniel sah eine Nachtvision. Wie viele Male kam der Schlaf nicht zu uns, weil wir auf etwas aufmerksam gemacht werden mussten. Am Tag gibt es so viele Nebengeräusche, dass wir kaum die geistliche Stimme hören können. Wenn die Nacht anbricht und alles um uns ruhig wird, filtert die Stimme Gottes durch und dringt zu unseren Herzen durch. Es war nicht ein schlechtes Gewissen, das den König wachhielt, sondern ein böser Streich musste verhütet werden und der Übeltäter gestraft. Der Finger des Herrn wies auf die Akten hin und auf die Meldung einer Verschwörung gegen den König. Ganz zufällig. Es fand sich geschrieben, dass Mordekai die Kämmerer angezeigt hatte. Die Tat wurde in der Chronik des Königs festgehalten und Mordekai mit Namen vermerkt, als der Held des Tages. Wir lesen schon im zweiten Kapitel davon und es könnte sein, dass schon 5 Jahre verflossen waren bis zu dieser Nacht, als der König es sich vorlesen ließ. Viel Wasser ist ins Meer geflossen seit der Eintragung und der König erinnerte sich kaum an die Begebenheit. Aber Ahasverus wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Mordekai sein Leben gerettet hatte an jenem Tag. Und er wollte wissen, was man für ihn vergolten hätte. Die Diener sagten ihm, dass nie etwas zugunsten von Mordekai gemacht wurde. Und der König konnte nicht zulassen, dass er seinem Untertan etwas schuldig wäre. So ist es auch mit Gott. Er bezahlt allen den gerechten Lohn und ist keines Menschen Schuldner. So, er bezahlt nicht nur für die guten Taten, aber gibt auch dem Übeltäter seinen verdienten Lohn. Dann kommen wir zu Jeremia 51, 56. Vers. Denn es ist über Babel der Verwüster gekommen. Seine Helden werden gefangen, seine Bogen werden zerbrochen. Denn der Gott der Vergeltung, der Herr, zahlt es ihnen heim, steht da geschrieben. Gottes Zeitberechnung ist immer 100% akkurat und er kommt nie zu spät. Erinnert sich an alles und bringt alle Fäden am richtigen Punkt zusammen. Wir erhalten unseren Segen zur Zeit und unser Urteil im richtigen Moment. Und dann steht hier, welche Ehre und Würde hat Mordekai dafür bekommen? Das sagt der König. Das war die Frage des Königs an seine Diener. Als eine negative Antwort zurückkam, wusste Ahasverus, warum er nicht schlafen konnte. Für ihn war es eine große Vernachlässigung und für Gott war es perfekte Zeitberechnung. Wir werden sehen, wenn sich die Geschichte weiterentwickelt, wie Gottes Vorsehen und Vorsorge sich immer zu unserem besten Vorteil entwickelt. Was der König für Mordekai tun wird, kann die Geschichte einer ganzen Nation beeinflussen und den Plan der Erlösung der Menschheit in den rechten Weg leiten. Würde die jüdische Nation ausgerottet zu jener Zeit, wäre kein prophetischer Messias möglich gewesen. Manchmal sind es unscheinbare Begebenheiten, die die Geschichte und deren Ablauf die ganze Menschheit beeinflussen können. Denke an Napoleon oder Hitler. Wären sie nie geboren worden, hätte die Geschichte Europas ganz andere Wendungen genommen. Und so ist es mit jedem Detail unseres Daseins. Gott plant ins Kleinste unser Dasein. Verse 4 bis 6. Und der König sprach, wer ist im Vorhof, Haman? Aber war in den Vorhof gekommen, draußen vor des Königs Palast. Und dem König zu sagen, dass man Mordekai an den Galgen hängen sollte, den er für ihn aufgerichtet hatte. Und des Königs Diener sprachen zu ihm, siehe, Haman steht im Vorhof. Und der König sprach, lass ihn hereinkommen. Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man dem Mann tun, den der König gern ehren will? Und Haman aber dachte in seinem Herzen, wen anders sollte der König gern ehren?
wollen als mich. Ja, also, und der König sprach, wer ist im Vorhof? Da war noch eine Person, die nicht schlafen konnte und von Gott wach gehalten wurde. Ja, es war Haman. Sein Grund dafür war etwas anderes als beim König. Der Mann wurde getrieben durch einen Geist der Rache. Ja, vor Gott wurden beide zu seinem Vorteil wach gehalten. Nachdem Haman den Galgen errichtet hatte, ging er gleich zum Vorhof des Königs, wie es Esther am Tage vorher getan hatte. Er wollte eine Audienz mit dem König für den Morgen erbeten. Sein Herz war voller Hass und Wut gegen Mordecai, sodass er bereit war, die Nacht im Vorhof stehend zu verbringen. Gott aber ließ nicht auf sich warten und hatte die Sache so eingefädelt, dass Haman gleich zum König geladen wurde, ohne Verzug. Der Herr arbeitet nicht nur in einer Person, sondern hat die ganze Menschheit vor sich und jede Seele auf seinem Herzen, damit sein Wille und seine Herrlichkeit und Ehre vollbracht würde. Am Ende muss immer sein Plan und Gedanke ausgeführt werden. Und wir haben oft das Gefühl, dass es unser eigenes Wirken sei, das uns durch Leben führt. Der König zu dieser ungewöhnlichen Zeit fragt die Diener, wer wohl im Vorhof sein könnte. Und Haman antworteten sie, steht im Hof. Auf der einen Seite haben wir den König, der Mordecai ehren würden möchte, und auf der anderen Seite steht Haman und will den König fragen, Mordecai aufzuhängen. Die Bühne ist vorbereitet für eines der größten Dramas. Es ist aber der König, der zuerst ans Wort kommt, und er wird auch das Letzte sprechen. Ja, was soll man dem Mann tun, den der König gern ehren will? Fragt der König den Haman. Hier ist meine Gelegenheit, dass ich noch höher verehrt werden kann, dachte der Bösewicht. Es gleicht der Sache von Luzifer, der sich Gott gleichstellen wollte im Jesaja Kapitel 14 und Vers 14. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allmächtigsten, hat er da gesagt. Aber Hamans Gedanken rannten ihm voraus und endeten in wilden Fantasien. Er wollte gesehen werden wie der König, wenn er durch die Reihen seiner Untertanen reitet. In seiner Gierigkeit und nach Macht vergaß er für einen Moment seinen Erzfeind Mordecai. Sein Blick erfasste den Moment viel mehr als die Rache an Mordecai. Er sah sich über den Wolken des Himmels und dem König gleichgestellt. Wer in aller Möglichkeit könnte es mehr verdienen, als er geehrt zu werden? Der Teufel hatte Haman voll im Griff und blendete ihn ins Verderben. Sprüche 16 und Vers 18. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, dann kommen wir zu Verse 7. Bis 9. Und Haman sprach zum König: Dem Mann, den der König gern ehren will, soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Und man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, den der König gern ehren will, und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm er ausrufen lassen, so tut man dem Mann, den der König gern ehren will. Und Haman sprach zum König, ja, möchte uns darauf aufmerksam machen, dass wir Ähnliches erfahren haben während der letzten 2000 Jahre unserer Kirchengeschichte. Der böse Geist des Hamans zeigte sich jahrhundertelang in der römischen Kirche, wo sich die Päpste Gott gleichstellten. Sie haben sich das Gewand des göttlichen Königs angezogen und sind auf dem Pferd des Stolzes geritten für 1260 Jahre. Auf ihren Kronen standen Lästerungen gegen Gott und seine Heiligen. Ja, ich habe ein Beispiel in unserem Kommentar über den Kolosserbrief auf Seite 2 so etwas erwähnt. Ein königliches Gewand zeigt seinen Reichtum an.
das Pferd die Macht und Krieg zu führen und die Krone gibt ihm das Recht zu regieren. Haman wollte alles für sich haben, wenn auch nur für einen Moment, und die Ehre des Königs zu genießen. In Wirklichkeit wollte er es für immer besitzen. Das war aber nur der erste Teil seines Begehrens. Er wollte, dass einer der nobelsten Prinzen ihm diese Ehre antun sollte, um vor ihm wie ein Diener zu erscheinen. Es erinnert uns an Satan, der es vollbrachte, einen Drittel der Engel zu verführen. In Offenbarung 12, Vers 4 lesen wir, und sein Schwanz fegte den Drittel der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Der Engel Gottes oder die Engel Gottes sind nur Gott gehorsam und ihm allein. Sollten sie sich gegen Gott erheben, ist ihr Schicksal schlimmer als das einer gefallenen Menschheit. Psalm 91, 11, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ja, dann kommen wir zu Verse 10 und 12. Der König sprach zu Haman, eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordekai dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Da nahm Haman Kleid und Ross und zog Mordekai an, führte ihn über den Platz der Stadt und rief aus vor ihm her, so geschieht dem Mann, den der König gern ehren will. Und Mordekai kam wieder zum Tor des Königs. Haman aber eilte nach Hause, traurig und mit verhülltem Haupt. Haman, eile und nimm Kleid und Ross und tu so mit Mordekai. Sprüche 28, 10. Wer die Frommen verführt auf einen bösen Weg, wird selbst in seine Grube fallen. Aber die Frommen werden Gutes ererben. Haman erhielt den Schock seines Lebens, als er die Worte des Königs hörte. Der Mensch kann in seiner Verstrickung anderen Urteil zu bringen, mit so viel Blindheit geschlagen sein, dass er nicht sieht, wie er sich selbst eine tiefe Grube gräbt. Hamans Niederlage war so groß, dass er kein Wort fand, dem König zu widersprechen. Sogar in der größten Demütigung wusste Haman, dass die Stunde seines Verderbens angefangen hatte und die Macht des Königs unbestreitbar war. Er nahm Mordekai auf dem königlichen Pferd durch die Straßen der Stadt, ohne Murren. Es zeigt uns die absolute Macht und Autorität des Königs. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Sache für Mordekai und das jüdische Volk total hoffnungslos. Und hier ist plötzlich ein Lichtstrahl zu sehen. Mit dieser Hoffnung geht Mordekai zurück ins Tor und zieht den Sack aus. Er weiß, dass Gott auf seiner Seite ist. Halleluja. Es gibt jedem Gläubigen neue Hoffnung zu wissen, dass der Herr auf seiner Seite ist und dass alle Dinge sich zum Guten wenden für jene, die Gott lieb haben. Der Feind des Evangeliums wird immer besiegt werden am Ende. Wir haben in unserer Kurzsichtigkeit oft das Ende nicht im Auge und Zweifel kommt in uns auf. Dann aber hebt Gott den Standard des Geistes hoch und bringt uns Trost. Ich bin mit euch ewiglich, spricht der Herr. Haman aber eilte traurig nach Hause mit verhülltem Haupt. Haman schämte sich und verhüllte sein Haupt. Alle Luft ist aus ihm geschlagen und der ganze Plan, Mordekai zu hängen, wurde zur Unmöglichkeit. Manche der mächtigen Herrscher kamen zu einem traurigen Ende. Ich erinnere mich an Gaddafi von Libyen, als er gefangen aus seinem Versteck geholt und da kaltblütig erschossen wurde. Er war ein gebrochener Mann, der ein paar Monate vorher die ganze Schweiz zugrunde richten wollte mit geschwollenen Worten, weil man seinen Sohn verhaftet hatte in Genf. Es geht allen gleich, denn sie haben alle den gleichen Geist. Gott wird ewiglich obenauf sein und siegen. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Gottes Segen sei mit euch. Amen.